Meine 8 weitere Reihen, je 40 feste Maschen sind zu Ende gehäkelt. So, wir versetzen die Markierung wieder an den Anfang der Reihe. Und als nächstes häkeln wir jetzt 20 feste Maschen weiter. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 und 20. So, und hier verdoppeln wir gleich wieder. Nachdem wir diese 20 Maschen jetzt gehäkelt haben, häkeln wir als nächste eine feste Masche und einmal verdoppeln. So, und das wiederholen wir 10 Mal. Eine feste Masche, einmal verdoppeln, 10 Mal. So, ich habe jetzt hier zu Ende gehäkelt. Wir haben ja hier 20 Maschen gehäkelt und danach halt eine feste Masche, einmal verdoppeln, 10 Mal hintereinander. Die Reihe ist jetzt zu Ende. Wir sind jetzt insgesamt bei 50 Maschen. Wir hatten vorhin ja 40 gehabt, dann haben wir jetzt 10 Mal verdoppelt und ja, sind wir jetzt bei 50. Die Markierung an den Anfang der Reihe setzen. Das ist ganz, ganz wichtig, bei diesem Kuscheltier mit der Markierung zu arbeiten. Sonst müsst ihr selber dann halt eure Beinchen ausrichten, wo was reingehäkelt werden muss. So, wir sind jetzt bei 50 Maschen und wir häkeln jetzt 6 weitere Reihen weiter, je 50 feste Maschen. Also 6 Reihen hoch. So, ich habe jetzt meine 6 weitere Reihen, je 50 feste Maschen, zu Ende gehäkelt. Kann man da ganz gut sehen. Das ist halt die letzte Reihe mit Verdoppeln. Dann 1, 2, 3, 4, 5 und 6. In der nächsten Reihe werden wir jetzt die Beine reinhäkeln. Wir nehmen uns das erste Bein. Oh, das dritte jetzt. Die ersten zwei haben wir ja schon. So, die Markierung eine Reihe weiter wieder. Und wir häkeln jetzt das Bein, also guckt da mal halt euch das an, wie ihr das halt haben möchtet, legt es zusammen und durch die beiden Seiten durch mit der Häkelnadel. So, die Markierung eine Reihe weiter und wir häkeln das jetzt wieder mit 6 festen Maschen dran. So, 1, 2, achtet darauf, dass ihr alle Maschen erwischt. 3, 4, 5 und die letzte, die 6. So. Und jetzt häkeln wir 10 feste Maschen weiter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und die letzte, die 10. So schaut es halt aus. Ne? Okay, und das letzte Beinchen, legen das Ganze wieder zusammen und häkeln das rein. Durch die beiden Maschen durch, also Seiten hier, und wieder mit 6 festen Maschen dran häkeln. So, achtet natürlich darauf, dass ihr die richtigen Maschen erwischt. Na komm hier. Muss ich selber gucken gerade. So, 1. 2, 3, 4, 5
und 6. So, jetzt haben wir die Beinchen reingehäkelt. So muss es aussehen, ja? Und wenn wir den halt so hinlegen, und da sieht halt alles richtig schön symmetrisch und gleichmäßig aus. Deswegen ist es ganz wichtig, hierbei mit der Markierung zu arbeiten. So. So, nachdem wir das zweite Bein jetzt reingehäkelt haben, wir häkeln jetzt eine Abnahme. So. Und jetzt häkeln wir 24 feste Maschen weiter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, so 16. Nehmen wir mal neu. So 16. Siebzehn, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Und uns bleiben hier nur noch 2 Maschen bis zu der Markierung und wir häkeln hier eine Abnahme. So, und wir sind jetzt bei 48 Maschen. Wir hatten ja vorher 50 gehabt. Wir haben diese 6 Reihen hier je 50 feste Maschen gehäkelt. Und jetzt in der Reihe haben wir die Beinchen reingehäkelt und hier in diesem Bereich von den Beinchen haben wir jetzt jeweils eine Abnahme gemacht, also 2 Maschen weniger. So, fixiert bitte alle Fäden hier, also von den Beinchen, und ich muss das hier auch noch verbinden, die beiden, wo ich jetzt den neuen Faden dran gehäkelt habe. Bei mir ist es ja so, dass ich habe hier ja angefangen mit einem, also zu häkeln halt, den hier mit dem angefangenen Wollknäuel, weil quasi so, also die Wolle, was jetzt halt hier noch weiterhin fehlt, ist ja hier bei der Schnauze, bei diesem Rentier hier. Ich habe ja dieses Stückchen gehäkelt und ich habe ja den Wollknäuel halt weiter gehäkelt hier. Ne? Und deswegen bin ich jetzt halt hier schon, also das ist jetzt bei mir hier schon zu Ende. Bei euch eigentlich muss es viel weiter zu Ende sein als hier. Na gut, kommt wie gesagt darauf an, immer halt wie großmaschig oder kleinmaschig man häkelt. So, die Markierung wieder eine Reihe weiter. Und in der nächsten Reihe häkeln wir jetzt 6 feste Maschen. 1, 2, 3, 4, 5 und 6 und eine Abnahme. So. Und das wiederholen wir 6 Mal. 6 feste Maschen, eine Abnahme, 6 Mal wiederholen und wie gesagt, diese ganzen Fäden fixieren. So, meine Reihe mit 6 festen Maschen, eine Abnahme, 6 Mal hintereinander ist zu Ende gehäkelt. Füllt bitte den Körper auf, ja? Und dann häkeln wir weiter. So, ich habe jetzt den aufgefüllt. Wer aufmerksam war, hat gemerkt, dass ich etwas andere Füllung habe. Ja? Wie ihr schaut, da seht ihr, die sieht anders aus, als die ich sonst verwende. Ich habe mir jetzt, also es war wieder an der Zeit, neue Füllung zu bestellen und so weiter. Und dann habe ich so ein gutes Angebot von hier, jetzt nochmal, Powerful. Also hier, die kennt ihr bestimmt alle, die hier. Da. Ist ein großer Sack, so. da gab es halt so ein Angebot, 3 Kilo Füllung halt, und habe ich zugegriffen und mehr so 3 Kilo halt von dieser Füllung hier bestellt. Es arbeiten wirklich viele damit, das weiß ich. Und weil die ist wirklich schön, ne? Die ist so fluffig und so weiter und die haut auch wirklich gerne ab. Die meine, die ich immer nehme halt von Zöllner, die ist auch sehr, sehr schön. Also die ist auch
wirklich wunderbar fluffy und geht auch so schön auseinander und alles. Diejenigen, die Vorstellungsvideo von hier von dem Marshmallow gesehen, von dem Tiger, der ist komplett mit dieser Zöllnerfüllung gefüllt und mein Sohn hat es wirklich schon sehr, sagen wir so, in Beschlag genommen. Der Marshmallow wurde schon ordentlich bearbeitet und man sieht halt, das ist immer noch schön voll ordentlich, also richtig gut gefüllt und immer noch prall, also ohne, dass da irgendwas sich verschoben hat oder das Gleiche, also schon schön. Und das Kissen ist trotzdem schön weich, also das ist halt, gibt auch etwas nach und alles. Das geht wie immer, also es gibt ja richtig schön nach und alles und geht aber immer wieder in die Form zurück, weil diese Füllung von Zöllner, was ich halt nehme, die ist auch ganz klasse. Also deswegen, und wie gesagt, und, ich habe jetzt einfach ein ganz tolles Angebot halt gesehen und gleich zugegriffen. Wer macht das von uns nicht, ne? Schnäppchenjäger sind wir alle. Okay, weiter geht's. So. Die letzte Reihe war 6 feste Maschen, eine Abnahme 6-mal. Und jetzt häkeln wir in also eine weitere Reihe mit 5 festen Maschen. 1, 2, 3, 4 und 5 und eine Abnahme. Und das wiederholen wir wieder 6-mal. 5 feste Maschen, eine Abnahme 6-mal. Meine Reihe mit 5 festen Maschen, eine Abnahme, 6-mal hintereinander ist zu Ende gehäkelt. So, Markierung wieder eine Reihe weiter und in der nächsten Reihe häkeln wir jetzt 4 feste Maschen. 1, 2, 3 und 4 und eine Abnahme. So, und das wiederholen wir wieder 6-mal. 4 feste Maschen, eine Abnahme, 6-mal. Meine Reihe mit 4 festen Maschen, eine Abnahme, 6-mal hintereinander ist zu Ende. Die Markierung wieder eine Reihe weiter. Und in der nächsten Reihe häkeln wir jetzt 3 feste Maschen. 1, 2 und 3. Und eine Abnahme. So, und das wiederholen wir wieder 6-mal. So, meine Reihe mit 3 festen Maschen, eine Abnahme, 6-mal hintereinander ist zu Ende, Markierung wieder eine Reihe weiter und in der nächsten Reihe häkeln wir jetzt 2 feste Maschen, 1, 2 und eine Abnahme. So, und das wiederholen wir wieder 6-mal, 2 feste Maschen, eine Abnahme. So, meine Reihe mit 2 festen Maschen, eine Abnahme ist zu Ende gehäkelt. Ich habe schon ein bisschen nachgefüllt wieder. Also immer schön peu à peu nacharbeiten, damit die Form auch richtig schön rauskommt. Ne? Und nicht, dass es irgendwie klumpig wird oder so. Ja? Okay. So, die Markierung wieder eine Reihe weiter. Und als nächstes häkeln wir jetzt eine feste Masche und eine Abnahme. So, und das wiederholen wir wieder 6-mal. Eine feste Masche, eine Abnahme, 6-mal. So, meine Reihe mit einer feste Masche, eine Abnahme, 6-mal hintereinander ist zu Ende gehäkelt. Die Markierung nehme ich jetzt komplett raus. Und wir häkeln jetzt zum Schluss nur noch 6 Abnahmen. Also erste Abnahme, zweite, dritte, vierte, fünfte und die letzte, die sechste. So, zack. Und wir machen jetzt halt noch zum Schluss eine Kettmasche und schneiden das Ganze ab. Zack. Nicht zu kurz lassen, bitte ein bisschen länger lassen, weil wir brauchen ja das Endstück, um das halt hier zu vernähen. Und natürlich auch, dass wir das später halt auch vernünftig verstecken können. Ja? So, im Großen und Ganzen ist die Süße halt fertig. Jetzt müssen wir das nur halt eben, ne, vernähen und alles. Hörner dran nähen und die Ohren dran nähen. Und natürlich die Stickereien machen, wer mag. Und dann haben wir schon... Und natürlich die Nase auch noch dran nähen, ne? Die ist auch ganz wichtig. Und dann ist der Süße halt fertig. So, jetzt werden wir ein bisschen nähen. Also nachdem wir das quasi alles so zusammengehäkelt haben und so, jetzt vernähen wir das Ganze. Ich habe hier schon Markierungspunkte für die Hörner zum Beispiel gesetzt, damit man weiß, wo es halt hinkommt.
Und ja, schon so einiges vorbereitet. Wir vernähen aber erstmal hier diese Öffnung. Nehmt mal eure Wollnadel und fädelt das Ganze auf. So, alles schön der Reihe nach. Und wir nehmen so Masche für Masche auf. Wie gesagt, der ist auch nicht mega fest gefüllt, also richtig schön halt noch kuschelig weich. Wenn die Füllung das hergibt, dass sie halt vernünftige Sprungkraft hat, muss man ja auch nicht so mega fest auffüllen. Also bei diesem Puscheltier, sag ich mal. Ja? Zum Beispiel, es gibt so manche Geschichten, da muss man halt fester auffüllen und es gibt halt Kuscheltiere, muss man halt weicher bleiben. Kommt ein bisschen drauf an. So, wir machen hier noch einen, also zuziehen, Knoten machen. So, und ich führe das jetzt halt hier so seitlich raus, aber richtig schön durch die Füllung mit der Wollnadel gehen und die Wolle halt zur Seite so rausführen. So, ein bisschen gefusselt hier. So, und das Stückchen bleibt halt hier jetzt. Als nächstes nähen wir das Schwänzchen dran. Da ist es halt. So, wir orientieren uns. Ich habe jetzt meine Nähnadel, ne, schon aufgefädelt. So, wir haben hier diese Reihe, wo wir die Beinchen reingehäkelt haben. Ja, da. Und auf die Reihe, also Reihe weiter, also diese hier. Ja, das ist die Reihe, wo wir die Beine dran gehäkelt haben und dann die Reihe danach. Und dann schaut ihr mal halt, wo ist eure Mitte hier. Geht so ein bisschen mit der Nadel durch. Die Füllung, zieht es rein. Wie gesagt, schaut halt mal, wo es mittig ist. Legt das Schwänzchen dran, guckt mal euch das an. Wo es halt passend aussieht, dass es halt mittig ist. Okay, und dann fixiere das halt an der Masche hier. Einen Knoten, am besten noch einen, dass es wirklich ordentlich dran genäht ist. So. Dann nehmen wir das Schwänzchen und gehen mit der Nadel durch. Und nochmal hier an der Masche befestigen. So. Dann gehen wir hier durch die Masche durch. Ne, so. Und durch die nächste. Und anziehen. Und wieder noch eine Masche. Und die nächste. Und so Masche für Masche nähen wir das dran. Das ignorieren wir erstmal, ne? Also das müsst ihr jetzt nicht irgendwie verstecken oder vernähen, das machen wir gleich. So, und die letzte Masche hier. Nochmal schön anziehen. Vernünftigen Knoten hier machen. So. Wie ihr wisst, ich verknote immer öfters, ne? Also halt immer beim Vernähen, damit es auch wirklich gut gefestigt ist alles. Ist halt wichtig, ne? Damit es halt auch dran bleibt. So, dann führe ich die Nadel so durch die Füllung ein bisschen raus. Ja, los da. Und schneide das Ganze ab. So, das erste Teil haben wir jetzt dran genäht. So, schnappe mir meine Wollnadel wieder und fädel das hier auf. Ja?
wie du das durch die Füllung durch, also richtig schön Füllung mitnehmen und die Nadel kommt jetzt, also der Faden auch halt aus der gleichen Öffnung, wo das hier rausguckt. So, einmal durchziehen. So. Und dann verbinden wir die beiden miteinander. Und schneiden das Ganze ab. So. Und ziehen das hier richtig schön rein. So. Und so schaut es halt aus, ne? Das erste Teil haben wir schon. So, dann nehmen wir wieder Nähnadel und nähen jetzt halt die Hörner dran. So, die Position von den Hörnern. Also sucht euch halt so die Mitte von dem Auge. Ja? Dann geht ihr so zwei Reihen nach oben. Also diese Reihe, wo halt hier diese, das Auge abschließt, ne? Das ist so eine halbe Reihe, guckt raus. Die zählen wir nicht mit, sondern darüber. Eins, zwei. Dann setzen wir halt so mittig erste Markierung. Dann gehen wir eins, zwei, drei Reihen weiter. Zweite Markierung. Und dann aus diesem Punkt heraus, also zählen wir 1, 2 zur Seite und dann halt zu der anderen Seite. Ja? So gesehen in der Mitte hier, weil sind ja drei Reihen dazwischen und in dieser mittleren Reihe mit Abstand von 4 Maschen halt werden diese Markierungspunkte gesetzt. So und so rechnet ihr das halt für euch aus. Ausrichten halt für die Hörner habe ich schon rechts und links vorbereitet und jetzt nähen wir. So, ich habe jetzt mein Nähgarn hier fertig, also mit einem Knoten am Ende. Ja? So, führe hier durch die Füllung durch und suche mir halt so die Position, die erste Stelle, wo ich halt anfangen möchte. Ist ja egal, ob ihr von hier anfangen kann zu nähen, da oder da, ist ja, ne, alles nach Belieben. So, und ich fange halt hier an, bei dem ersten Punkt, den ich gesetzt habe und fixiere das wieder hier mit einem Knoten, den Faden. So. Dann nehme ich mir das erste Horn. Diesen Faden hier, diesen Anfangsfaden, das könnt ihr ruhig halt nach hinten verstecken. Der kann wirklich drin bleiben. Ein bisschen Füllung drüber noch. Weil wenn man das halt mit Nähgarn annäht und so, dann kommt er auch nicht mehr raus. Der bleibt dann halt von innen. So, gut auffüllen die Hörner. So, dann überlegt euch halt, wie die gucken sollen, ob die so schauen sollen. Das ist ja halt alles Geschmackssache. So, bei mir gucken die halt so nach innen. Gucke ich mir mal, wo meine Mitte ist und wo ich starten kann. Und gehe halt hier so in die erste Masche rein. Die so gesehen halt parallel zu dieser läuft. So. Und fixiere das nochmal hier. Zack. Jetzt haben wir halt einmal die Masche halt am Horn, einmal am Kopf und jetzt wieder die nächste Masche an dem Horn. Schnappen die nächste Masche hier an dem Kopf. Und wieder an dem Horn. Und die nächste an dem Kopf. Und so weiter. Und so näht ihr die gesamte Runde dran, bis ihr wieder hier am Anfang angekommen seid. Ne? Also einmal drumherum dran nähen. So, ich habe das erste Teilchen hier schon dran genäht. Ich habe noch meine alle Markierungspunkte da, die nehme ich jetzt alle raus. So. Das sind hier 4 Stück. Keins vergessen bitte. Sonst wird das eine pixige Angelegenheit. Also ich bin hier am Ende angekommen. Und ich mache hier zum Schluss wieder einen Knoten. Ist halt wichtig, ne? Dass man halt die Fäden immer, also mit denen man dran näht, auch wirklich ordentlich fixiert. Das ist ganz wichtig, damit nichts lose ist. Ne, lieber einen Stich mehr machen, halt als zu wenig. Bedenkt, wie viel Arbeit und Zeit man da rein investiert, sollte man wirklich halt auch ordentlich annähen. Man soll ja nicht daran scheitern, dass das
Spielzeug auseinanderfällt, wenn man halt nicht vernünftig genäht hat. So, einmal schön durch die Füllung durch den Faden und abschneiden. So, das erste haben wir jetzt schon dran genäht. Genauso den zweiten Horn annähen und ich zeige euch gerade noch halt, wie man die Ohren annäht. Wir brauchen einen neuen Faden. Also, mir ist nicht mehr viel über. So, ich habe jetzt meinen neuen Nähgarn aufgefädelt. Und die Ohren werden direkt hier unter die Hörner dran genäht. Ja, so direkt da dran. Diesen Faden ignoriert er, also den braucht ihr noch nicht. Zu verstecken oder sowas halt, das verstecken wir später halt so gemeinsam in dem Kopf, ne, wenn alles dran genäht ist. So, ich gehe hier ein paar Reihen weiter, also zur Seite, runter, gehe durch die Füllung durch mit der Nähnadel und führe die halt recht nah bei dem Horn raus. So. Und direkt an dem Horn hier fixiere ich den Faden wieder mit einem Knoten. Am besten noch einen. Sicher ist sicher. So. Und dann schnappen wir uns so ein Ohr und gehen hier in die erste Masche rein. Zack. Das bleibt hier draußen und wieder durch die gleiche Masche hier, wo wir fixiert haben, wieder mit der Nadel durch. So. Und dann mal schön anziehen. Und dann schnappen wir uns die nächste Masche. Und sehr nah am Ohr mit der Nadel dran. Die nächste Masche rein. Und wieder am Ohr. Und wieder unter dem Horn hier. Und nochmal an dem Ohr und unter dem Ohr. So, das erste Ohr haben wir. Ich führe jetzt die Nadel hier, also von vorne halt hier nach, also zu der anderen Seite, also wieder zurück, raus, nach hinten, ziehe das Ganze an und mache den Knoten hier hinten. Und noch ein Knoten, damit alles ordentlich fixiert ist. So. Dann führe ich das durch die Füllung wieder raus, also hier nach vorne, und schneide den Garn ab. Zack. So. Und so schaut es aus. Ja? Das Ohr ist direkt unter dem Horn hier dran genäht. So, und diesen Faden fädeln wir auf, also mit der Wollnadel. Suchen uns hier eine gute Stelle, gehen richtig schön durch die Füllung durch und hier hinten so mittig den Faden wieder rausführen. Ja? So, anziehen. So, und wenn ihr natürlich das zweite Horn dran genäht habt und das zweite Ohr, dann macht ihr das gleiche halt mit dem zweiten Faden von dem Ohr. Also das muss hier rausgeführt werden. Und wenn ihr das halt fertig habt, dann sehen wir uns, ja? Also Horn zu Ende annähen und also das zweite Horn halt annähen und das zweite Ohr. Und dann machen wir weiter. So, wie ihr seht, ich habe jetzt halt ne, alles dran genäht. Also die Hörner, die Ohren. So schaut der Süße aus. Wenn man so guckt, sieht schon fast wie eine Kuh aus, ja? Wenn natürlich eine Nase dran kommt, ja, dann sieht das nach einem Rentier aus. So, zack. Seht ihr? Aber wenn ihr die Nase weglassen würdet und hier einfach so da und da halt einen Strich machen würdet, also da hier ein bisschen reinziehen würdet, ne, habt ihr eine Kuh. Seht ihr? So ein bisschen, ne, reinziehen. Man kann auch bei dem Rentier jetzt halt auch einfach hier Striche machen oder halt reinziehen. Wer halt keine Nasen dran nähen möchte, kann es auch so lassen. Man kann hier auch ne, Bestickereien machen und das was. Natürlich, wenn ihr eine Kuh macht, dann müssen die Hörner ja ein bisschen ne, spitzer sein und alles. Und natürlich braucht ihr ein anderes Schwänzchen. Aber ne, könnte man auch draußen wirklich wunderbar eine Kuh machen.
wer möchte. So, und wir nähen jetzt halt noch die Nase dran gleich. Aber als erstes tun wir halt, ich habe jetzt von dem zweiten Ohr den zweiten Faden hier rausgeführt, also aus der gleichen Öffnung, wo der erste rausguckt. Wir verbinden das miteinander. Das ist wichtig. Und wie gesagt, es muss richtig schön durch die Füllung gehen. Das Überflüssige schneiden wir ab. Und verstecken das halt nach innen. So, Nähgarn aufgefädelt und jetzt nähen wir die Nase dran. Wir zählen von hier aus, also hier da, das ist so diese Zickzacklinie, das ist die erste helle Reihe. Ja? Diese Zickzacklinie hier, das ist 1, 2, 3, 4. So, und hier starten wir so gesehen halt auf diese Reihe hier nähen wir dran. Wir haben hier bei der Nase hier zum Schluss hier zweimal verdoppelt. Das ist unten, das ist nicht oben, das ist nach unten, damit es halt ein bisschen spitzer zuläuft. Und dann kriegt er so eine Nase, die halt so ein bisschen nach oben zeigt. So. Ja, dieses Verdoppelte gehört halt hier nach unten. Und das hier wird halt so dran gelegt. So. Ich gehe jetzt halt mit der Nadel hier durch. Ziehe den Knoten rein. Ich zähle meine Reihen 1, 2, 3, 4. Richtig? 1, 2, 3, 4, genau. Schau mal halt hier, wo die hier die Mitte ist. Da die Mitte und 1, 2, 3, 4. Und in dieser Reihe halt fange ich an. Und da fixiere ich jetzt mein Garn hier mittig. Zack. Na, Knoten muss sein. Fixiert. Wie gesagt, dieses Verdoppeln zum Schluss, das gehört nach unten. Und dann suchen wir halt hier uns oben die Mitte. So. Und fixieren den Faden halt hier drauf. Zack. So, so sieht schon aus. Die Nase wird auch etwas gefüllt, also nehmt euch ein bisschen Füllung halt und packt es da rein. Wenn ihr engmaschig genug gehäkelt habt, dann kommt doch nichts raus, ne? Also genauso wie bei den Hörnern, ne? Wenn man halt vernünftig häkelt, also schön engmaschig, dann guckt auch keine Füllung durch. So, dann schnappen wir uns halt hier eine Masche an der Nase und dann halt die Masche hier an der Schnute und so weiter. Und so nähen wir halt die gesamte Runde an. Und dies hier, diese Spitze, die geht so ein bisschen, Moment, dieses Verdoppeln, das geht halt hier so ein bisschen flacher nach unten. Komm her, die Füllung haut jetzt ab. So, und das muss natürlich hier unten mittig sein. Ja, hier geht das ein bisschen so quasi so gerade nach oben, die Nase. Ja, wenn man so im Profil schaut, dann geht es halt nach oben, macht halt diese Wölbung und dieses Verdoppeln halt läuft hier nach unten so spitz zu. So näht man das dran. Ihr könnt die Nase halt jetzt auch einmal fixieren mit Nadeln. Wenn ihr das halt braucht, damit es halt nicht abhaut oder richtet das halt vernünftig aus. Mache ich jetzt auch, dass es halt alles halt symmetrisch und mittig ist. Zack, so. Einmal die Mitte fixiert. Mache ich hier noch eine Nadel rein. So. Und seht ihr halt, ich habe das halt jetzt so fixiert. Damit dieses Verdoppeln halt hier genau
Also quasi hier ist rechts und links einmal verdoppeln und hier dazwischen die Masche, die ist mittig hier. Okay, so. Und so näht ihr jetzt halt die gesamte Nase dran. Also Masche für Masche, Masche an der Nase, Masche an der Schnute und annähen. So, ich habe jetzt das Näschen dran genäht. So schaut es halt aus. Ja, okay. Und wir machen hier zum Schluss noch natürlich ein paar Knoten. Und wir haben so eine richtige Stupsnase, ja, jetzt. Ich gehe so ein bisschen nach oben, schaut. Diejenigen natürlich, die halt, ne, Rudolf oder so häkeln möchten, ihr könnt ja dem halt auch eine rote Nase verpassen. Dann habt ihr halt auch so, ne, einen Rudolf mit der roten Nase. So sieht er aus. So, die Nadeln können jetzt mal weg. So, Knoten habe ich gemacht. Mal schön durch die Füllung durch noch ein bisschen und den Faden einmal abschneiden. Okay. So, wir machen jetzt noch die Stickerei und dann ist unser Rentier schon fertig. So, fürs Besticken von dem Gesichtchen brauchen wir halt zwei Farben, einmal weiß und einmal die Farbe von den hier Hörnern und Hufe. Das könnt ihr natürlich machen, wie ihr wollt. Das ist ja alles so Geschmackssache. Ich fange an mit dem weißen Garn an. Wir sticken erstmal die Augen. So. So. Die Nadel führe ich halt am Hinterkopf rein und unter dem Auge raus, so gut es geht, so nah es geht. Das kann man ja gleich korrigieren. Aber erstmal auf die gegenüberliegende Seite halt rausführen und das Endstück hier draußen lassen. So, ich bin jetzt natürlich ein bisschen weiter von dem Auge entfernt, aber ich führe das also hier wieder etwas näher dran. Weil aus dem Winkel halt noch mit den Verschlüssen und so weiter, das geht ganz schwer. Das geht ganz schwer, das halt zu treffen. So, dann so unten mittig raus. Und dann legen wir halt den Faden so dann mittig aus bei dem Auge hier unten rausführen den Faden. Dann legen wir den Garn so drum. Schauen halt, wie es passend ist, wie man es halt haben möchte. Und einmal hier durch und führen die Nadel wieder, also bei dem anderen Auge raus, also unten, hier mittig wieder. Ja? So. Und so ums Auge legen. Bekommt er halt so ein bisschen mehr Lebendigkeit. So, dann schauen wir mal halt, wie es hier ausschaut. So, muss hier auch noch ein bisschen näher dran. Das kann man ja alles machen. So, und jetzt halt wieder ums zweite Auge legen, gucken, dass man in der, also auf der gleichen Höhe ist halt wie bei dem Auge. So, den Garn rein und wieder rausführen, wo wir gestartet sind. Ne? Wieder da raus. So, die ersten Stickereien sind fertig, also mit Weiß. Haben wir abgesetzt. Ich schneide das halt hier ab, das brauchen wir nicht mehr. So, und jetzt einmal halt die Farbe von der Hufe auffädeln. Oder eben was anderes, wenn ihr halt mit was anderem besticken möchtet. Das geht auch. Bin ich gespannt, was ihr für Mimik machen werdet und so weiter. Weil ihr seid ja auch immer sehr kreativ.
So, den Garn aufgefädelt. Wir starten hier wieder am Hinterkopf. Ich gehe hier, da führe die Nadel hier raus bei dem Auge, also in dieser Reihe hier. Führen wir mal raus. Ein Stückchen von dem Faden bleibt draußen. Und schön vorsichtig mit dem Garn umgehen. So, und dann legen wir das so ein bisschen ums Auge. Ich hätte ein bisschen tiefer sein sollen. Also gehe ich hier noch eine Reihe tiefer, also auch mal nach da. Na. Die Nase ist gar nicht so groß und trotzdem bleibt es hängen. So. So. Ja, so ist besser. Da seht ihr. Du gesehen hier diese Zickzackreihe, eine Reihe und dann halt so Masche versetzt, halt zur Seite und da rausführen. So. Und dann so, dass es halt so mittig am Auge so hoch geht. Ungefähr auf dieser Höhe. So. Und dann auf die gegenüberliegende Seite das gleiche Spielchen. Ich komme da raus. Schauen wir mal, ob ich gut getroffen habe oder nicht. Mal gucken. Nee, habe ich nicht. Nicht gut. Will ich euch zeigen, selber sehe ich nichts, was ich mache. So. Okay. Wieder auffädeln. So, den Garn endlich aufgefädelt. Hat sich so ein bisschen geweigert gerade. Muss man halt auch ein bisschen aufpassen, weil ich habe es schon durchgezogen, mal wieder raus und so. Das halt kann der gar nicht gut haben. Nur ich muss hier wirklich ein bisschen höher gehen. So. Da gehe ich jetzt rein, ne? Also mit der Nadel und dann halt, wenn man dann so rüberlegt, dann sieht es halt so aus. So, dann gehe ich jetzt auf die gegenüberliegende Seite raus. So. Muss man schön vorsichtig mit umgehen, ne? Damit es halt auch nicht kaputt geht. So, ja, jetzt ist es passend. Da, schaut ihr. So schaut halt jetzt halt aus. So. Jetzt mal die richtige Linie hier treffen. Auch wichtig, dass man gleichmäßig trifft. So. So, habe ich ja auch. So, und ich führe die Nadel jetzt hier also raus. Da ein bisschen drunter. Moment. So ein paar Reihen runter. Schön vorsichtig. Ja. Das musste jetzt unbedingt sein, ne? Dass sie sich wieder verknotet. So. Beide Augen fertig. Und jetzt sind wir hier, ne? Also und machen hier einen Strich. Ich führe das wirklich so direkt schön in die Nase rein, ne? Dass halt der Strich halt richtig schön abschließt. Nicht so drunter, nicht dass hier Abstand ist, sondern wirklich so da rein. Und führe die Nadel wieder raus, also hier, wo wir gestartet sind. Muss hier möglichst mittig sein und alles. Ne? Ja, da. Zack. So sieht es aus. Also wie lang oder wie kurz ihr diesen Strich macht, das bleibt euch halt selbst überlassen. So, das Überflüssige schneide ich wieder ab. Das verknoten wir miteinander wieder. Das Ganze. Zack.
Natürlich schön darauf achten, dass die wirklich die beiden Fäden aus der gleichen Öffnung rausgucken, weil wenn ihr das verbindet und die haben eine Masche versetzt, dann habt ihr ein Problem. Kriegt ihr da ja nicht mehr versteckt. So, und diese Fäden ziehen wir wieder nach innen rein. Und die kommen auch nicht mehr raus. Sind ordentlich versiegelt und bleibt alles richtig schön drinnen. So. So, und da habe ich halt mein zweites Rentier jetzt fertig. So sieht er aus, der Süße. Ja. Hat jetzt etwas eine hellere Schnutte halt als der andere, weil der andere hat ja etwas dunkler. Ja, so sehen die beiden aus. Das könnt ihr euch ja selber überlegen, in welchen Farben ihr das häkelt und so weiter, weil man kann wirklich das in jeglichen, also hier beige und brauntönen häkeln und man muss nicht unbedingt halt Creme nehmen oder. Könnt ihr auch vielleicht pink häkeln, warum denn nicht? Ne? Oder so ein tiefes Lila. Macht ihr halt ein Mädchen raus, ne? Lila, rosa, weiß oder sowas halt. Würde auch wunderbar aussehen. Na, auf jeden Fall, so schauen die beiden Süßen aus. Dann wünsche ich euch viel Spaß und viel Erfolg beim Nachhäkeln und bis zum nächsten Video.